Achtung, jetzt wird's gleich ganz laut. Die Berlinale stand am Tag 2 ganz unter dem Duell Hollywood vs. Bollywood. Angetreten waren auf Seiten der US-Traumfabrik Pierce Brosnan und Ewan McGregor. Die Herausforderer aus Indien schickten die Schauspielerin Kajol und natürlich den indischen Superstar Shah Rukh Khan ins Rennen. Für die Fans war schon ganz klar, wer ihr Favorit ist. Hollywood oder Bollywood? Bollywood! Also auf jeden Fall Shah Rukh Khan, weil man merkt, er hat eine viel stärkere Achtung vor seinen Fans, vor seinem Publikum. Bollywood! Mit dem Shah Rukh Khan ist gar nichts zu vergleichen. Bollywood! Wenn der plötzlich vor euch steht, was macht er dann? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, schreien, heulen. Bollywood! Ich liebe Shah Rukh Khan, sehr, sehr doll. Er bedeutet mir so viel. Und das zeigten die Fans auch laut und deutlich. Shah Rukh Khan-Gesänge und ein extrem hoher Kreischfaktor bei jeder kleinen Bewegung des Bollywood-Stars. Selbst für Khan und seine Kollegin Kajol keine alltägliche Sache. Es ist wundervoll. Ich liebe Berlin, ich liebe die Deutschen, es ist schön. Ich glaube, ich würde nirgendwo sonst in der Welt so toll empfangen werden. Thank you so much, Berlin, and thank you everyone. I'm really impressed. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber ist Berlin nicht zu kalt für Sie? Die Liebe hält mich warm. Well, it's the love that keeps you warm. Pierce Brosnan und Ewan McGregor gingen allerdings geschwächt ins Rennen, denn die Premiere des neuen Polanski-Films The Ghost Rider fand ohne Polanski statt. Der Regisseur saß mit elektronischen Fußfesseln im Hausarrest in der Schweiz fest. Die Stars mussten ohne ihn anreisen. Ich war geschockt und traurig, dass er verhaftet wurde. Ich habe mich gefragt, warum gerade jetzt, nach so langer Zeit? Der klare Sieger des Abends hieß Bollywood. Außer Konkurrenz lief allerdings Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis. Der Film war erstmals seit 83 Jahren wieder in einer fast kompletten Fassung zu sehen. Und das am Brandenburger Tor im Herzen der Hauptstadt. Doch das ging dann fast unter im Duell des Tages.